Wir schauen mal kurz. Sind die jetzt einfach weggerannt? Hey, hey, hey. Kann ich boxen? Jetzt verstehe ich doch langsam alles. Ich bin einfach so ein gigantischer Profi, ey. Ich glaube, die haben auch schon wieder nicht bezahlt. Ich bin so am Arsch, Mann. Die Leute gehen hier einfach rein und bezahlen nicht, ne? Ein wunderschönen Hakuna, meine Tatas. Geil, dass du wieder dabei bist. Heute zocken wir wieder den legendären Shisha-Simulator. Das Spiel, das extra für mich erstellt wurde. Seien wir ehrlich, das Spiel ist eine glatte 4 von 10, wenn nicht sogar eine 3 von 10, aber das Thema ist eine glatte 24 von 7. Ja, da seht ihr es. Das Spiel ist eine 24 von 7 für mich. Und wir machen weiter, wir machen Shisha-Boss zu einem Bossladen. Leider hat uns das Finanzamt schon ordentlich an den Eiern. Ja, das wie eigentlich so ein wahrer Shisha-Laden. Das Finanzamt will uns richtig auseinandernehmen. Wir machen mal den Laden auf. Wir haben leider ein paar Strafzettel bekommen, ja. Wir haben nämlich Müll nicht weggeworfen. Da habe ich irgendwas verkackt. Und dann dachte sich die Politesse gleich, den machen wir fertig. Den Shisha-Laden machen wir richtig zu Brei. Deswegen, ich habe 81 Dollar. Ich kann meine Steuern nicht zahlen, meine Strafzettel. Und wir haben ein dickes, fettes Problem. Gut, also, der Laden ist auf. Keine Kundschaft ist da. Man kennt es. Wir müssen also eigentlich ein bisschen schwarz arbeiten, ne? Also, nochmal. Tag 3 haben wir übrigens gerade, ne? Die Übersetzung ist auch richtig legit. Die ist ziemlich geil. Wir möchten Ihnen beraten, dass Sie in Ihrem Geschäft über Mülleimer informiert wurden. Also, da müssen wir jetzt leider nach 3 Tagen 50 Dollar zahlen. Jetzt haben wir Tag 2. Das heißt, wir haben also noch ein bisschen Zeit, Geld zu verdienen. Aber wie soll ich das machen? Die Übersetzung ist übrigens überall auch richtig geil. Auch hier im Hauptmenü. Setzen Sie Ihre Position. Ja. Hallo der Herr? Hallo Konrad? Wie geht es Ihnen? Digga, hat der. Ist das ein Pistolenhalter? Was ist das, ein Cyborg? Was hat der? Auf jeden Fall kann ich ihn bedienen, ja? Bonjour der Herr. Online-Bestellung, Heim, Geschäft, Rezepte, Post, Kundenbestellung. Was will er denn haben? Kunden holen. Ja, setz dich irgendwo hin, Brudi, alles ist frei. Bei T1 gibt's ja nur, ne? Wähle den Tisch. Ich kann noch nichts anbieten, also kann ich nur sagen, Tabakbanane und Milch. Tabakbanane? Tabakbanane? Wir haben doch nur Tabakmilch, oder? Tabakliebe? Love-Tabak übrigens. Geil, ja? Geiler Tabak. Damals besser, heute nicht mehr ganz so nice. Aber Tabakmilch, glaube ich, ne? Tabakmilch machen wir und... Dass ich entscheide, was er bekommt, ist so todesrandom. Aber gut, Kunden holen. Na gut, ja, die kann ich leider nicht bedienen. Shit. Das heißt, ich muss den jetzt eigentlich schnell beliefern. Auch wie wir die Shisha fertig machen, ne? Also, Kohle an. Shisha. Reparaturalarm? Nein, nein, nein. Ey, ich hab doch nichts. Digga, was mache ich? Meine Shisha ist kaputt. Oh, na. Ja, geil. Jetzt habe ich keine Shisha. Dann muss ich wieder eine neue Shisha kaufen oder was? Ey. Ich hoffe, die Shisha ist schnell da. Der wird wahrscheinlich nicht so lange warten. Also Geschäft. Amazon. Oh, ganz, ganz schnell wieder, aber ganz, ganz schnell. Wo haben wir denn was? 35, Alter. Junior Shisha. Komm, wir holen die, ey. Kaufen. Ja, machen wir. Und was machen wir mit denen? Das ist jetzt die Frage. Digga, die sehen alle richtig hungrig aus und ich kann nichts machen. Da kommen noch mehr Gäste. Oh, kann ich einen Kredit irgendwie mir ranholen? Warum können die sich nicht da hinsetzen? Das wäre doch irgendwie smart, oder? Wir gucken mal. Kundenbestellung. Kunden holen. Nicht alle Optionen verfügbar. Ja, was? Online-Bestellung? Online-Bestellung ist aus. Ich habe keine Tische. Ich kann nichts machen, Brudi. Ja. Vorbereiten. Huh. Und jetzt, Tabak rein. Tabak rein. Was mache ich hier? Ich habe keine Ahnung, was ich mache, aber es scheint zu funktionieren, oder? Guten Tag, der Herr. Hier haben Sie Ihre Wasserpfeife. Ach so, ein Tablett. Stimmt, da war ja was. Okay, die Shisha ist noch nicht fertig. Okay, wir müssen uns beeilen. Sie können Shisha nicht über das Tablett nehmen, bevor es fertig ist. Hä, was mache ich denn gerade noch falsch? Vorbereitung zu... Ah! So, also. Einmal bitte hierhin. Einmal bitte dahin. Und einmal bitte dahin. Ding Dong! Okay, Kohle ist fertig, alles Ding-Dong, alles fertig bereit und jetzt müssen wir mal langsam Geld machen hier. So, sorry, dass Sie so lange gewartet haben, der Herr. Ja, guten Appetit. Sagt man das bei der Shisha? Ja, guten Appetit, oder? Guten Rauch. Guten Rauch. So, was die Deko auch immer sagt. Einmal bitte da rein. Okay, dann raus natürlich.
Einmal wegschmeißen. Oh, wir haben schon die nächsten Gäste. Wir brauchen unbedingt Tische, ey. Einmal reinwerfen. Jawohl. Oh, der muss gleich wieder gehen, ey. Okay, kann ich irgendwas zu denen sagen? Kohle fehlt. Ja, Kohle kommt sofort. Kohle ist unterwegs, mein Herr. Oh, bitteschön. Kohle wurde auf Wasserpfeife gelegt. Oh, sehr gut, Digga. Ich bin wahrer Profi. Ich mache hier aber wieder den hier, ne? Ich will das wieder drauflegen. Digga, zu viele Kunden. Ich habe einfach zu viele Kunden hier. Dass ich so ein Problem habe. So, erstmal wieder drauf. So, Neubestellung. Kunden holen. Wähle einen Tisch. Tische. Wieso? Ja, oben vielleicht? Unten vielleicht? Nee, ich, nee, tut mir leid, aber Sie müssen leider den Laden verlassen. ja, wir haben gerade einfach nur einen Tisch, ne? Kunden leider ablehnen. Vielleicht brauche ich einfach, ja, Online-Bestellungen. Ich brauche wieder einen Tisch. Ja, wir müssen jetzt wirklich, wir müssen jetzt mehr Tische kaufen. Kann ich das überhaupt? Kann ich mir das leisten? Oh, ja, doch kriege ich, glaube ich, hin, oder? 19,5. Wir gucken mal kurz. Geschäft. AliExpress. 15, das ist schon besser. Kaufen wir. Aber wir brauchen jetzt noch einen Tisch. Bei eBay vielleicht? Nee, bestimmt bei IKEA, oder? Auch nicht bei IKEA? Wollt ihr mich verarschen? Wo krieg ich denn Tische her, Mann? Okay, wir gehen erstmal raus. Vielleicht kann er ja schon bezahlen. Oh, ja. Ja. Okay. Wir nehmen das Geld. 48. Oh, ja. Die nehmen wir und erstmal wegstellen. Oh, und jetzt kann ich die annehmen. Zwei Gäste gleich hier hin. Und jetzt eine Shisha-Tabakmilch. Einmal, ja, bitteschön. Und vier Leute muss ich leider ablehnen. Okay, jetzt machen wir wenigstens ein bisschen Cash, ja? Die können sich hinsetzen. Pfeife haben wir da. Jetzt wissen wir, wie der ganze Lachs hier funktioniert. Die sieht auch noch top aus, muss ich sagen. Tabak könnte ich irgendwann mal wieder nachbestellen. Oh, yeah, baby. Und die nächste Shisha ist ready. Okay, let's go. $48. Oh, geil, jetzt machen wir langsam Cash, ne? So, bitteschön, teilt euch die Pfeife. Macht ihr das? Pfeife teilen? Einfach noch so einen zweiten Schlauch vielleicht dran brezeln. Digga, ist das Harry Potter? Digga, Harry Potter ist einfach hier. Nice, nehme ich an. So, aber wir brauchen irgendwie einen Tisch. Und vielleicht eine zweite Pfeife noch. Ja, wir kaufen erstmal eine zweite Pfeife. Bei Amazon. Ist zwar ein bisschen teurer, aber vielleicht auch bessere Qualität. König-Shisha. Oh. Kaufen wir, Digga. Nur wer investiert, kann auch kassieren. Wir gucken hier nochmal kurz rein. Bei eBay war ich noch nicht. Hinterhältige Kunden, behalten Sie die Kunden im Auge. Einige Kunden versuchen aus, ohne ihre Rechnung zu bezahlen. Okay, kann ich den jetzt irgendwie kaputt boxen? Weil, was mache ich denn? Was mache ich gegen die? Wir schauen mal kurz, sind die jetzt einfach weggerannt? Hey. Was mache ich denn jetzt? Hallo? Ey. Kann ich boxen? Ey, nein. Ich habe doch den Müll noch nicht weggeworfen, oder? Oh, ich bin am Arsch. Ich bin richtig am Arsch. Ja, wow. Cool. Jetzt habe ich kein Geld. Guten Tag, Frau Polizistin. Dass ich nichts dagegen machen kann, Digga. Hauptsache, die gehen einfach raus. Oh, Mann, ey. Ich bin doch schon wieder am Arsch, ey. Okay, am nächsten Tag brauche ich auf jeden Fall mehr Kunden. Dass ich auch eiskalt, man muss ja dazu sagen, ich habe eigentlich noch zusätzlich Plätze, ne? Hier habe ich Plätze, aber da können sich die Leute nicht hinsetzen. Das ist ein richtiger Schmutz, Mann. Ja, die Polizistin hat ja auch noch alles dreckig gemacht. Danke dafür. Ich glaube, ich kann den Laden zumachen. Ja, wir können jetzt den Stuhl noch irgendwo hinballern. Aber, ja, das war's auch. Ja, wir nehmen mal hier was raus. Ja, kurz hier hinlegen. Die Polizistin war ja schon jetzt weg. Ballern wir gleich in den nächsten Tag, aber der heutige Tag war leider wieder eine reine Katastrophe, ey. Ja, die König-Shisha, die bringt vielleicht ein bisschen mehr Geld. Ist ja auf jeden Fall nice. Regale, ja, Regale. Da kann ich ein paar Sachen reinballern. Ist das schon mal ganz nett dann, oder? Ja, rein damit. Oder? Da oben ist sie. Ja, ist sie schräg? Oh, egal, scheiß drauf. So, den schmeißen wir weg, sonst zahlen wir wieder ordentlich Geld. Weg damit. Den will ich eigentlich erstmal wegschmeißen. So. Auch weg damit. Und der Stuhl kommt jetzt mit. Aber ich brauche ganz klar, wirklich ganz klar noch einen Tisch. Und den müssen wir jetzt zeitnah auch finden. Oh, das war echt ärgerlich, dass die einfach abgehauen sind, ey. Richtige Schmutzlord. Und das auch noch bei einem Freelancer so wie mir. Ich habe schon kein Geld. Und dann machen die mir noch den Tag kaputt. So, wir machen hier erstmal
Wir machen den Laden zu. Oh, da wollten... Nein, wir wollten gerade noch Gäste hier reinholen. Digga, die Partygäste auch noch. Scheiße, Mann. Egal, wir gehen schlafen. 21 Uhr, heute passiert eh nichts mehr. Das war leider ein echt beschissener Tag. Muss man jetzt leider mal so sagen. Lass uns schnell schlafen gehen. Ah, Tag 4, okay. Kann ja nur besser werden, oder? Machen wir mal die Tür zu. Wir haben schon wieder Post, Stadtrat. Ja, was soll ich machen? Kann die Scheiße nicht bezahlen. Das heißt, wir lassen den Brief erstmal da. Machen sofort die Tür auf. Kann ich wen anrufen hier? Nee. Also aufmachen. Und ja, nicht nur aufmachen, ne? Warte mal. Was ist denn damit los? Was ist denn jetzt mit dem Besen los? Ey, auch mein Besen ist kaputt, oder was? Ey, was will dieses Spiel mir damit sagen, ey? Es will mich einfach komplett zerstören. So, dann kaufe ich einen neuen Besen, ne? Ich kann ja nichts machen. Neuer Besen kaufen. Ding dong. Möbel. Hier kann ich nichts holen. Die kommt schon mal hier zur Arbeitsstation. Und dann, ja, heißt es jetzt abwarten, ne? Oh ja. Müll, abchecken. Müll. Ja, gut. Müll haben wir jetzt hier nirgendwo rumliegen. Okay, dann nehmen wir erstmal den ersten Kollegen an. Der kriegt hier ganz schnell eine Tabakmilchpfeife. So, und die hole ich danach vielleicht noch ab. Vielleicht schaffe ich das ja. Also, fertig. Und jetzt schnell rüber damit. Oh, happy day. Gib mir mehr Cash. So, die Frage ist jetzt, wie lange ist er hier? Aber ich glaube, das werde ich leider nicht hinkriegen. Ich glaube, die werden abhauen. Ich kann noch ein bisschen warten. Gucken wir mal. Ah, 4 Leute auch gleich, ne? Warum kann ich 2 Pfeifen anbieten? 2 Pfeifen, Muchachos! Ich hätte 2 Pfeifen da. Wir warten noch. Komm, die können noch ein bisschen warten hier, ne? Oh, Kohle. Kohle fehlt. Daddy kommt. Kohle wurde auf die Wasserpfeife gelegt. Let's go. Das heißt, hier muss ich gleich noch ein bisschen Kohle reinlegen. Oh fuck, ich brauch wieder Kohle, ne? Okay, der haut ab. Perfekt, jetzt können die sich hinsetzen. Lecker. Hier machen wir kurz sauber. Ja, die legen wir kurz hier hin. Hallo? Ja. Müll nehmen. Müll rein. Und jetzt habe ich natürlich wieder Platz. Buongiorno. Nehmen Sie bitte Platz, die Herren. Ja. Kunden holen. Hier. Und zweimal. Mehr geht nicht. Mahlzeit 16. Okay, dann machen wir wieder einmal weg. Perfekt. Und machen wieder die Königs-Shisha fertig, oder? Oh, ich hab... Hä, wieso hab ich... Hab ich vergessen, das Geld zu nehmen? Wieso hab ich denn nur so wenig Cash? So. Also da bin ich jetzt wirklich absoluter Profi geworden. So, eine Kohle haben wir nur noch. Oh, da kommen schon die nächsten Gäste. Ja, die unterhalten sich. Gute Stimmung hier. Bitteschön. Das freut mich. Aber wo ist mein Geld, Digga? Dass ich das Geld nicht genommen habe. Haben die mich schon wieder abgezogen? Habe ich das Geld genommen? Bin ich einfach nur arm? Ich bin wahrscheinlich einfach nur arm, ne? Und einmal hier. Eieieiei. Und jetzt wieder viele Kokoskohle. Oh, die hauen ab. Haben die bezahlt? Kauf und bezahlen. Dankeschön. Okay, jetzt nehmen wir sofort das Geld. Oh. Oh. Oh, zweimal habe ich was eingesammelt. Oh. Oh, nice, Digga. Nice. Oh, endlich kommt Geld rein, das ist so schön. Okay, die kann ich auch sofort bedienen. Ah, dann brauche ich demnächst wieder neuen Tabak. Da ist auch nicht mehr so viel da. So, guten Tag, die Herren. Einmal bitte rein. Sie kriegen natürlich meinen besten Tisch. Wie viel Tabak habe ich denn noch? Oh, ich habe gar nichts mehr, ey. Tabak wurde hinzugefügt. Ja, muss ich mal wieder was nachkaufen, ne? Shisha bereit. Und Kohle auf jeden Fall nehmen. Ja, 3 Stück sollte erstmal reichen. Okay, so langsam komme ich auf das Game klar, ne? Aber ey, da wird nichts erklärt hier in dem Bums. Nichts. Also, nichts wird gut erklärt. Ich glaube, so ist es richtig. Die wollen eh gleich wieder Kohle. Man kennt es. Ja, Digga, das sind solche Geiermeier, ey. Also, wenn ich mal in der Pfeifenbar bin, ungelogen, dann dauert es 8 Jahre, bis ich neue Kohle bekomme. Ich bin sofort da. Wenn das nicht mal Trinkgeld würdig ist, dann weiß ich aber auch nicht. Kaufe bezahlen. Digga, der hat ein richtig komisches Gesicht, ey. Er sieht einfach aus wie Jabba, ey. Digga, ich habe hier Jabba als Kunde. Was los? Die Frage ist nur, warum kann ich nicht 2 Pfeifen verkaufen? Ja, machen wir mal sauber. Ich würde es auch feiern, wenn sie bezahlen, aber nur so eine Idee. Bezahlen dann vielleicht beim nächsten Mal? Ich brauche auch ganz, ganz schnell wieder Tabak. Scheiße, hätte Tabak einkaufen sollen, ey. Dass ich die Leute auch nicht verprügeln kann. Im Internet-Café-Simulator konnte ich Leute noch verprügeln, die einfach rausgehen, ohne zu bezahlen. Was ist das denn, ey? Also es scheint ganz so, als müsste ich mir jetzt eiskalt Tabak selber züchten. Und dann hau ich da Molasse drauf. Wollt ihr mich komplett verarschen? Aber was soll's? Also,
geht ja nicht anders, ne? Also kaufe ich jetzt ein bisschen davon. Ich hoffe, dass ich noch ein bisschen Cash bekomme, weil... Nee. Ich glaube, die haben auch schon wieder nicht bezahlt. Digga, ich bin so am Arsch, Mann. Die Leute gehen hier einfach rein und bezahlen nicht, ne? Okay, ich versuche nochmal kurz meine Steuern gleich zu bezahlen. Der Roboter ist noch nicht da. Hier ist ja irgendwo der Stadtrat. Ah, da kommt ja mein Kram. Die Polizisten gehen wahrscheinlich auch gleich schon wieder los. Du hast nicht genug Geld. Okay. Ich kann also nicht zahlen. Also, was passiert, wenn ich gar nicht mehr zahlen kann? Dann ist wahrscheinlich hier Game Over. Digga, was ist das für eine langsame Drohne, ey? Okay, wie geht der Scheiß hier? Sie können Tabak in Holzkisten anbauen. Nehmen Sie dafür einen Tabaksamen und drücken Sie E, um es in die Holzkiste zu pflanzen. Wo ist denn die Holzkiste? Sie können Tabak in Holzkisten, ja, ja. Nachdem Sie Tabaksamen gepflanzt haben, ja, ja. Nachdem Sie Tabaksamen gepflanzt haben, sollten Sie es wachsen lassen. Okay, dann habe ich aber jetzt ein fettes Problem, ne? Weil ich brauche jetzt erstmal die Holzkisten. Da hinten! Okay, hier drin? Brudi! Hier war ich ja noch nie, ey. Geile Hut, was ist los? Hier kann ich den Tisch holen. Okay. Ja gut, was soll ich sagen? Also, wir sind am Arsch. Hier kriege ich auf jeden Fall den Tisch her. Sehr schön, das habe ich schon wieder vergessen. 8 Jahre später. Aber ich kann trotzdem nach wie vor keinen Tabak mehr kaufen. Ja, ich glaube, ich habe wirklich nur noch den morgigen Tag und dann bin ich am Arsch. Dann bin ich richtig am Arsch. Ja, wir nehmen mal den Lachs hier. Ich dachte, okay, dann musst du reinigen. Wie? Ach, ich muss es vorher nehmen. Ja, okay, ich hätte es vorher nehmen müssen. Fuck, Mann! Okay, gut zu wissen. Was mache ich jetzt hiermit? Was mache ich mit den Pflanzen? Messer kleinhacken oder was? Digga, was mache ich mit dem Tabak? Was mache ich damit? Brauche ich wieder ein Gerät dafür? Wir gucken mal kurz. Wir brauchen wahrscheinlich auch dafür so ein Tabakgerät, oder? Wollt mich komplett verarschen? Geringer Strom, bla bla bla. Ihr Leistungsniveau liegt unter 10%. Okay. Grill, Kaffeemaschine, Eismaschine, Fritteuse. Okay, ich muss jetzt erstmal schlafen gehen, ey. Also, die Frage ist, was mache ich mit dem Tabak? Kann ich den erstmal hier reinhauen? Ist der Tabak morgen auch noch da? Kannst du auf jeden Fall nirgendwo hinlegen. Oh, Alter, ich bin ja richtig im Eimer. Ich muss schlafen gehen, Muchachos. Sonst gehe ich hier richtig kaputt. Was? Okay, ich habe gerade irgendwas weggeworfen. Ich habe keine Ahnung was, weil ich einfach nichts mehr sehe. Aber wir müssen schlafen gehen. Fuck. Oh, wir müssen den Laden erstmal ausmachen. Alter, ich bin ja richtig dizzy. Ja, tut mir leid. Sie können wieder nach Hause gehen. Ach du Scheiße, Mann. 5 Leben nur noch. Ich glaube, ich sollte ganz, 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 ganz schnell schlafen gehen. Oh mein Gott. Und jetzt am nächsten Tag ist das Finanzamt da. Shit, Bros. Das war's. Wer ist er denn? Ein Treiber in Kassel Moskau? Ich hoffe nicht. Ja, also eine Tabakpflanze haben wir schon mal. Das ist schon mal nicht schlecht. Was mache ich hiermit? Steh jetzt doch erstmal irgendwo hin, du Jürgen. Irgendwo. Ja. Keine Ahnung, warum auf das Tablett, aber egal. Okay, hier wird ja nichts erklärt in diesem Spiel. Verwenden Sie es, um da Tabak zu kochen. Ach, hier! Okay. Dann muss ich wahrscheinlich diese komischen Dinger mit da drüben nehmen, ne? Ja, wird doch sogar vorgeschlagen. Pro-Fucking-Boss erlernt. Okay. Nummer 1. Arschteuer übrigens. Und Nummer 2. Mein Stiefvater ist übrigens Chemiker und der hat mir damals immer Glycerin mitgebracht. Und dann konnte ich mir das auch richtig krass selber mischen. Es war eine kranke Scheiße. Okay, wie funktioniert der Lachs eigentlich? Sie können eine Workstation Tabak eingeben, indem Sie E drücken. Ja, das haben wir gerade gemacht. Sie können Tabakrezept überprüfen. Ja, wir ballern einfach alles rein, würde ich sagen, oder? Mhm. Und dann den ganzen Scheiß kochen, ne? Wir versuchen einfach mal was, ja. Wir machen Tabak rein. Wir machen das rein. Sirup, Zitronen hinzugefügt. Und jetzt heißt es chill, ne? Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Topf gereinigt. Ist schon irgendwas fertig? Warum hört's denn auf? Hä? Nein, was ist denn jetzt schon wieder passiert, Digga? Wo ist mein Tabak? Wo ist mein Tabak? Bananentabakgeschmack, Milchtabakgeschmack, getrockneter Tabak. Oh, was ist denn hier schon wieder los, ey? Wie kann ich denn die nächste Seite anwählen? Ich komme da nicht mal hin. Dieses Game macht mich einfach fertig, ey. Ah, okay. Wassermelonengeschmack, Honigtabak, Melonengeschmack. Ich hätte hier verschiedene Sachen mischen sollen. Ach, fuck mich, Digga, fuck mich. Was brauchen wir denn? Wir brauchen Milchtabakgeschmack und getrockneten Tabak. Bananen-Tabakgeschmack, Milchtabakgeschmack. Am besten eine Sache erstmal, oder? Karamell-Tabakgeschmack und getrockneten Tabak. Okay, dann kaufen wir uns jetzt ordentlich Karamell, würde ich einfach sagen. Wieso kann ich das da nicht reinballern? Willst du mich verarschen oder was? Geht doch. Das Game will mich doch komplett auseinandernehmen, ey. Ja, jetzt geht's, ne? Jetzt geht's. Erstmal wieder beschweren.
Ja, stack den Scheiß weg, ey. Oh, fucking yeah. So, die Scheiße schmeißen wir nochmal kurz raus. Oh, geil, ey. Jetzt verstehe ich doch langsam alles. Ich bin einfach so ein gigantischer Profi, ey. Nee, ist noch nicht fertig. Wann ist der Kram fertig? Warten wir nochmal ein bisschen. Sobald das auf Null ist, ist ja schon wieder alles verloren, ne? Okay, ja, ja. Ja, nimm. Rein da. Ja. Oh, yes, baby. Yes, okay, 30 Sekunden left. Bam. Bam. Okay, also jetzt gehen wir hier rein. Nehmen Tabak. Nicht fünfmal. Oh, danke schön. Nehmen Karamellarsch. Nimm doch. Oh. Oh. Ich hab's ja bekommen. Es ist so schön. Digga, es ist so schön, wenn es funktioniert. Oh, Kundschaft. Jetzt brauchen wir aber ganz schnell Kundschaft. Alter Schwede, ey. Okay. Also, wenn man weiß, wie es geht, ist doch ganz einfach. Ah, ist das schön. Yeah, baby. Oh ja, sehr schön. Oh mein Gott, ey. Ich muss jetzt wirklich hier schneller arbeiten. Viel, viel schneller arbeiten. Gib mal Geld. Oh, fucking yeah. Oh, jetzt kann ich mir CCTV kaufen. Das ist das Erste, was wir machen sollten. Erstmal bestellen wir den Typen hier. Kunden holen. Ah, fuck, der ist nicht sauber. Ja, jetzt aber. Oh, fucking yeah. Okay, Shisha fertig machen. Das ist jetzt zwar nicht die Königsshisha, aber das scheint ja vollkommen egal zu sein. Ach, geil, ey. Es tut so gut, wenn endlich mal was funktioniert, ey. Es ist so schön. Digga, hier ist eine richtige Party. Rolle von Party zu Party. So, dann kann ich ja schon mal die Kohle holen. Oh, einmal wieder weg. Dankeschön. Ja, Kohle wurde draufgelegt. Das heißt, der ist auch gleich wieder durch. Neue Kohle muss ich aber hier erstmal wieder drauflegen. Oh, fuck. Und damit bin ich gleich schon wieder broke, ne? Ich brauche hier wieder neue Kohle. Oh. Aber jetzt weiß ich zumindest, wie der ganze Scheiß funktioniert, ne? Oh, fucking yeah. Zweimal, let's go. Oh, ich brauche viel mehr Tische, ey. So, ich würde sagen, den ersten blocken wir aber ab. Der ist schon nicht mehr ganz fresh. Die lassen wir dahin. Könnt ihr auch zwei? Leider nein. Dann nehmen wir einen. Und die alle ablehnen. Und dann machen wir die Königspfeife wieder fertig, ne? Lecker Schmecker, Digga. Lecker. Oh mein Gott, ey. Aber dann haben wir heute echt was geschafft. Alle anderen habe ich nach Hause geschickt. Der Laden ist eigentlich schon wieder komplett dunkel. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob mein CCTV schon fertig ist, wo ich den anbringen muss, damit die Leute hier nicht mehr klauen. Sie müssen es an die Wände anrichten. Okay. Irgendwo. Nice, Digga. Eiskalte Kamera. Die wollen wahrscheinlich noch ihre Kohle haben. Da müssen wir uns das beeilen. Fuck, Alter. Ich war zu langsam. Fick mich, ey. Es gab wahrscheinlich zu wenig Geld, oder? Ah, doch. War in Ordnung. Digga, war in Ordnung. Oh ja, und wir haben jetzt echt ein bisschen Geld gemacht. Wir haben jetzt über 100 Dollar. Ich glaube, so viel hatte ich noch nie. Also wir bewegen uns langsam in den positiven Bereich. Oh mein Gott, nice. Ich muss einfach durchhalten, ey. Ich muss einfach noch ein bisschen durchhalten. Und dann habe ich erstmal ziemlich viel Kohle dann erstmal. Ich habe ziemlich viel Tabak. Das heißt, da bin ich erstmal safe. Und jetzt muss ich noch ganz, ganz schnell versuchen, meine Steuern zu zahlen. Und wenn ich das wirklich jetzt schaffe mit 100, dann bin ich sowas von geil drauf in der nächsten Folge. Dann kann ich endlich anfangen zu investieren. Dann kann ich mir einen neuen Tisch holen. Dann kann ich richtig geile Attacke machen. Aber guck mal, ich sehe hier gar nichts mehr. Ich arbeite zu viel. Ah. Digga, ich dachte schon, Inkasso Moskau kommt. Ich habe keine Schulden mehr. Digga, ich bin schuldlos, kann man sagen. Oh, wir haben es, Muchachos. Daumen nach oben ballern. In der nächsten Folge machen wir richtig Para. Dann beginnt aber die Upgrade-Maschine so richtig anzulaufen. Und dann können wir uns noch mehr Tische fertig machen. Dann mache ich geilen Tabak, Digga. Dann mache ich Love-Tabak. Mache ich mir richtig viel Liebe rein. Dankeschön für euren Support. Bis dann. Reingehauen.